So, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Grünes Hauptfernsehen heute. Wir wollten eigentlich gerade live sein, aber wir sind jetzt nicht so ganz live, muss man ehrlich gestehen. Facebook hat irgendwelche Verbindungsprobleme, aber wir nehmen jetzt das Ganze natürlich trotzdem auf, weil wir natürlich auch zuverlässig sein wollen, soweit es jetzt noch geht. Genau, wir haben heute einen Gast bei uns, und zwar ist es die Tabea Rüstner. Wahrscheinlich kennen die meisten sie schon. Tabea, du darfst dich gleich noch vorstellen. Davor würde ich noch mal ganz kurz sagen, um was es heute geht. Wir werden nämlich heute über die Themen Datenschutz, Medienwirtschaft und Frauen in Zeiten von Corona sprechen. Genau, also geplant ist jetzt dieser Livestream eine halbe Stunde. Danach geht quasi das Ganze noch eine halbe Stunde in Instagram weiter ab 18:30 Uhr. Genau, ich muss heute ein bisschen darauf achten, dass ich nicht so rumhampel wie letztes Mal. Ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt aber los. Und Tabea, stell dich doch erstmal noch mal ganz kurz vor. Okay, mein Name ist Tabea Rössner. Ich bin seit inzwischen 11 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich bin ursprünglich Journalistin gewesen, habe überwiegend beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, in verschiedenen Redaktionen und verschiedenen Anstalten. Und seit 2009 bin ich im Bundestag zuständig, unter anderem für Medienpolitik, Netzpolitik. Ich bin netzpolitische Sprecherin, verbraucherpolitische Sprecherin. Und sitze im Rechtsausschuss, was ganz spannend ist, weil der ja auch mitberatend war jetzt am vergangenen Mittwoch. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen. Das ist schon mal ein super Einstieg. Martin, du darfst jetzt mal die ersten Fragen stellen. Ja, hallo Tabea, auch von mir. Schön, dass du dabei bist. Also du hast es gerade schon mal angedeutet. Also du warst letzte Woche mit in Berlin warst bei der Sitzungswoche mit dabei. Es war ja nicht jeder. Jeder Abgeordnete mit dabei, ne? Ja, also die Frage war, wie viele Abgeordnete können tatsächlich kommen, weil ja einige selber erkrankt waren, andere in Quarantäne waren, weil sie Kontakt hatten mit Infizierten. Und deshalb wurde darum gebeten, dass alle Leute, die nicht in Quarantäne sind, die nicht irgendwie selbst betroffen sind, auch tatsächlich nach Berlin kommen. Ich habe dann auch überlegt, fahre ich mit der Bahn oder fahre ich mit dem Auto? Ich bin dann letztlich mit dem Auto gefahren, was ich noch nie gemacht habe, zu einer Sitzungswoche nach Berlin. Aber mir war das sicherer und ja, war ein ganz guter Ritt nach Berlin und es war auch echt ein bisschen spooky so. Es war ja so, dass nur ein Viertel oder knapp ein Viertel im Plenum gesessen haben. Hast du dann auch im Plenum gesessen? Ja, ich war eingeteilt in der ersten Hälfte als Schriftführerin. Das heißt, ich habe ganz vorne gesessen Ja. und nicht da, wo die Schriftführerinnen und Schriftführer sonst sitzen, neben dem Präsidenten. Das ging halt nicht, weil sonst der Abstand nicht gewahrt worden wäre. Und deshalb hatte ich einen extra Tisch. Das sah so ein bisschen lustig aus, also direkt neben dem Protokollantentisch. Und habe dann ins Plenum geguckt. Und das war natürlich nochmal besonders, weil das Plenum eben sehr spärlich besetzt war. Wir hatten das dann auch so geregelt, dass wir nicht immer alle, die da waren, auch dort waren. Also es konnten nur, ich glaube, 24, 25 Plätze von uns Grünen besetzt werden. Es waren immer zwei Plätze zwischen denen frei. Ja, und deshalb sah das eben sehr vereinzelt aus. Auf der Besuchertribüne waren auch Abgeordnete. Und man hat sich halt abgewechselt, dass die, die in der ersten Hälfte da waren, dann nicht unbedingt in der zweiten Hälfte nach der Beratung der Ausschüsse dann auch im Plenum waren. Wichtig war aber, dass wir abstimmen konnten, denn es war nicht so ganz klar, kriegen eigentlich die richtig große Koalition die Kanzlermehrheit hin, um die wichtigen Beschlüsse auch tatsächlich auf den Weg zu bringen. Das war euch davor noch nicht klar, oder wie? Naja, also. Es war so, dass die Fraktionen natürlich in ihren eigenen Reihen massiv darum geworben haben, dass die alle nach Berlin kommen. Aber es gab halt viele, die hatten auch Bedenken oder ähnliche Situationen, dass sie Infizierte oder Kontakt zu Infizierten hatten. Und deshalb war nicht klar, wie viele tatsächlich kommen können. Ja, und ich weiß, dass die SPD zum Beispiel bei der ersten Abfrage direkt 50 Entschuldigungen hatte. Und deshalb war nicht so ganz klar. Als wir dann abgestimmt haben, war das doch eine deutliche Mehrheit. Aber ich glaube, möglicherweise wäre die Mehrheit nicht da gewesen. Das habe ich aber nicht überprüft, wenn nicht auch die FDP und die Grünen da mitgestimmt hätten.
Also die Frage nach der Stimmung ist immer eine blöde Frage, aber ich glaube jetzt angesichts der Situation mache ich das trotzdem mal. Also jetzt die Stimmung im politischen Berlin, so atmosphärisch. Wie ist das? Im politischen Berlin ist so ein bisschen zu viel gesagt, weil wir sehr reduziert sind. Wir sind ja auch nicht viel unterwegs, ne? Also sonst ist ja das so ein reges auf den Straßen, man geht von Ort zu Ort. Es gibt ja viele Organisationen, Verbände, die ihre Büros rund um den Reichstag haben im Regierungsviertel, und da ist immer ein reges Treiben, oder auch selber im Bundestag zwischen den unterschiedlichen Gebäuden, wenn man zum Ausschuss läuft oder vom Büro ins Plenum. Und das war diesmal alles sehr, sehr, sehr leer. Also es war selten, dass man überhaupt jemandem begegnet ist. Und dann auch im Bundestag diese Stimmung, also irgendwie schon was, ja, ein bisschen angespannt, es war anders, also war so ein bisschen gespenstisch, fand ich es. Ja, also was mich jetzt so als Bürger oder politisch interessierten Menschen so aufgefallen ist, natürlich haben wir jetzt im Moment auch alle den Kopf ein bisschen woanders, aber da wurden und werden ja auch noch so ein paar Dinge, da waren in der Diskussion oder wurden beschlossen, die würde man in normalen Zeiten höchst ausgiebig diskutieren, und das ging dann ganz, ganz schnell. Also mir scheint so, dass die Gesetzgebung und wahrscheinlich auch das Grundgesetz in vielen Teilen überhaupt nicht auf so eine Situation vorbereitet war. Also ich denke jetzt einfach daran, dass man mal überhaupt die Beschlussfähigkeit des Bundestags runtergesetzt hat. Es wird mit Wörtern wie Ausgangssperre hantiert. Und das ist ja auch was, soweit ich das weiß, nach dem Bundesseuchengesetz aus gutem Grund bei den Kommunen angesiedelt ist oder bei den Städten und Landkreisen. Und jetzt ist das doch von oben heraus passiert. Also jetzt würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Also ich habe so das Gefühl, wenn das hier alles mal überstanden ist, es ist richtig, dass wir das jetzt im Moment alles so machen, das sehe ich schon so. Aber wenn das mal überstanden ist, da gibt es da in der Beziehung eine ganze Menge aufzuarbeiten. Also das ist eine besondere Situation, und in der Tat, es gibt Regelungen im Grundgesetz, wie zum Beispiel ein Notparlament, aber das gilt für den Verteidigungsfall und nicht für eine Seuche. Insofern haben wir natürlich sehr intensiv darüber diskutiert. Uns war aber wichtig, gerade auch als Oppositionspartei, wir wollen, dass der Bundestag weiterhin mit beschließt. Ja, der Bundestag muss handlungsfähig sein. Es kann nicht sein, dass die Regierung alles selbst entscheidet, ob eine Notlage vorliegt, ob sie dann wieder nicht vorliegt, welche Fristen eingezogen werden für verschiedene Maßnahmen. Und ich glaube, das war wichtig, dass wir uns da auch eingeschaltet haben, konstruktiv diesen Prozess begleitet haben. Es war alles wahnsinnig zeitintensiv. Ja, wir haben viele Beratungen gehabt, alle natürlich per Videokonferenz, Telefonkonferenzen, aber die Rechtsstaatlichkeit muss natürlich trotzdem gegeben sein. Und selbst wenn jetzt durch das Infektionsschutzgesetz einige Dinge möglich gemacht werden, haben wir trotzdem darauf gedrängt, dass die Länder nicht komplett draußen sind. Das war ja auch ursprünglich der Plan, dass eine Machtkonzentration auf dieses Gesundheitsministerium erfolgt. Ja. Und da haben wir uns schon gefragt, ist das richtig, dass so viel Macht in den Händen eines Ministeriums liegt? Das erschien uns nicht als richtig, und deshalb haben wir da auch eingezogen. Der Bundestag muss mitentscheiden, der Bundesrat ist auch mitgefragt. Auch die Frage, wie lange die Maßnahmen beispielsweise gelten. Und bestimmte Dinge, die jetzt beschlossen wurden, also wir haben zum Beispiel jetzt nicht die Handyortung drin, da reden wir ja gleich vielleicht noch drüber, aber das war uns auch wichtig, auch wenn Spahn das noch weiter verfolgt, aber das ist natürlich ein richtiger Eingriff, und deshalb muss es gut überlegt sein, es muss immer die Frage sein, ist es verhältnismäßig und ist es auch geeignet, und ist es auch eine begrenzte Maßnahme. Aber wir wollten eben auch nicht alles der Regierung überlassen. Deshalb haben wir gesagt, nee, wir wollen, dass der Bundestag auch richtig tagt. Es gab einige, gerade auch aus der Koalition, die gesagt haben, ach, diese Sitzungswoche kann man noch gar nicht stattfinden lassen. Schäuble überlegt auch weiterhin, ob es nicht eine Art Notparlament geben muss für solche Fälle.
Aber wichtig ist, dass das Parlament, das ja nun gewählt ist, die Volksvertreterinnen und Vertreter in einem parlamentarischen Verfahren tatsächlich auch mitbestimmen können, was die Maßnahmen sein sollen und was vielleicht dann doch zu weit geht. Also das fanden wir wichtig. Wir haben uns eingebracht in verschiedenen Gesetzesinitiativen. Es ging ja auch über die Frage von Verbraucherschutz und Mietschutz und Insolvenzantragspflichten, die zum Beispiel ausgeweitet wurden, beziehungsweise eingeschränkt wurden, die Pflichten, damit eben die Unternehmen eine Möglichkeit haben, auch zu überleben. Also es gab verschiedene Punkte, die wir diskutiert haben und die wir auch begleitet haben in einem sehr engen, abgestimmten Verfahren, auch mit den Ministerien, mit den anderen Fraktionen und vor allen Dingen auch mit der Koalition. Und einige Dinge haben sie ja auch übernommen. Und jetzt muss man halt auch gucken, wirken die Maßnahmen, wird das erreicht, was man sich daraus auch versprochen hat, wo sind die Lücken, welche Menschen fallen möglicherweise durch den Rost, wo muss man nachsteuern, das ist jetzt alles immer noch weiterhin intensiv in der Beratung, aber jetzt müssen die Maßnahmen natürlich erstmal greifen. Ja, also ich denke, wir sind uns einig, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die unser Rechtsstaat und die Verfassung unseres Landes hat, seit es sie gibt. Also da kommt auch 1977 nicht dran. Ja, meine Sorge ist halt so ein bisschen, dass da jetzt Standards geschaffen werden, die dann auf einmal in der Welt sind. Ja, aber das hört sich ja gut an, dass ihr euch da als Parteien und bald als Parlament da doch sehr bemüht, dass das so bleibt und da nicht irgendwie das beim Bundeskanzleramt oder wie du sagst, das beim Gesundheitsministerium angesiedelt wird. Jetzt so rein praktisch mit der parlamentarischen Arbeit, du sagtest jetzt Videokonferenzen, also wir machen das im KV auch, aber wir haben, glaube ich, nicht ganz die Sicherheitseinstufung, die ihr habt. Wie stellt man das dar? Also erstmal, dass das sicher ist oder abhörsicher ist, beziehungsweise umgekehrt, das ist ein Problem, was wir in Koblenz jetzt haben. Wie stellen wir da, wo das vorgesehen ist, Öffentlichkeit her, wenn man Ausschussarbeit nur noch über Videokonferenzen funktioniert? Ja, die Ausschusstagung war ja tatsächlich eine Tagung, also der hat richtig getagt, der Ausschuss oder die anderen Ausschüsse auch. Es gab auch Ausschüsse mit Telefonkonferenzen. Wir haben die Ausschüsse nicht voll besetzt gehabt, da ging es auch hin und her, sollen die in voller Besetzung sein oder sind da vor allen Dingen die Obleute auch mit involviert oder in einer kleineren Form. Wir können ja froh sein, dass wir die digitalen Möglichkeiten inzwischen haben. 77 gab es das zum Beispiel noch nicht. Ja? Also wir können jetzt Telefon- und Videokonferenzen machen. Das ist ein großer Fortschritt, auch wenn das nicht immer so funktioniert, wie wir jetzt gerade bei Facebook sehen, dass wir es erst später hochladen müssen und dass halt das Breitbandnetz offensichtlich auch an Grenzen kommt und die digitale Infrastruktur noch verbessert werden muss. Aber natürlich kann das auch einen Schub geben, über Sicherheit in den digitalen Netzen nochmal anders zu diskutieren, die IT-Sicherheit noch zu verbessern. Weil natürlich ist klar, wenn wir solche Tools nutzen, wie wir jetzt heute auch, dann ist das natürlich nicht alles in einem geschlossenen Raum. Ja, vielen Dank. Ja, dann, ich glaube, die Alina hat noch ein paar Fragen. Dann gebe ich mal an Alina weiter. Vielen Dank schon mal. Sieht aus. Genau, also ich habe auch noch ein paar Fragen. Du hast ja vorher schon ganz kurz Datenschutz angesprochen und ich würde jetzt nochmal auf den Datenschutz zurückkommen wollen. Jetzt hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der Lothar Wieler, den kennen wir, glaube ich, inzwischen alle, vor kurzem gesagt, dass das Ziel sein muss, die Gesundheitsämter zu entlasten. Dann kamen unter anderem Vorschläge, wie dass man doch Handydaten auswerten sollte oder eben Menschen per Smartphone-Ortung zu überwachen. Das erinnert mich das Ganze ein bisschen an eine Doku, die ich vor ein paar Tagen bei Arte gesehen habe. Und zwar heißt die Coronavirus-Tagebuch in Quarantäne. Und das fand ich relativ schockierend, wie die das in Peking und Südkorea gemacht haben, weil sie wirklich
die Leute da geortet haben. Was hältst du denn von solchen Vorstößen oder was sind deiner Meinung nach sinnvolle digitale Mittel, die jetzt bei der Ausbreitung oder bei der Bremsung des Coronaviruses helfen können? Naja, es gibt verschiedene Länder, die verschiedene Mittel einsetzen und sowas wird natürlich bei uns auch diskutiert. Jetzt gab es vor 2 Wochen schon die Bewegungsdaten, also die Verkehrsdaten, die die Telekom an das Robert-Koch-Institut gegeben hat, anonymisiert. Und ich habe mich gefragt, wie aussagekräftig die eigentlich sind, weil es darum ging, nachzuvollziehen, wie denn eigentlich die Verbreitung funktioniert. Und Wieler hat neulich noch auf eine Frage eines Journalisten geantwortet, dazu konnte er noch nichts sagen. Deshalb ist ja immer die Frage, wie geeignet sind die Mittel. Und wenn ich eine Funkzelle zum Beispiel habe, habe ich da sehr unterschiedliche Aussagen, je nachdem, ob ich in der Stadt bin oder ob ich auf dem Land bin. Auf dem Land habe ich vielleicht nicht so viele Menschen, die gleichzeitig in dieser Funkzelle sind, ja, und in der Stadt sind das halt sehr, sehr viele, die in einer Funkzelle sind und da kann man eben auch nicht auf Meter genau sagen, die sind jetzt in Kontakt gewesen. Man kann auch nicht überprüfen, ob vielleicht eine Wand zwischen denen war und deshalb die Ansteckungsgefahr gar nicht so groß ist. Also anonymisiert ist okay und ist auch vertretbar, aber es ist natürlich die Frage, ist es verhältnismäßig und ist es geeignet und ist es auch zeitlich befristet? So, und da hätte ich ganz gerne irgendwann mal tatsächlich die Aussage darüber, was denn da für Erkenntnisse auch raus resultieren. Die anderen Sachen, die diskutiert werden und die jetzt auch aus dem Gesetzentwurf wieder rausgestrichen wurden, ist tatsächlich die Handyortung, das heißt von Infizierten selber und ihren Kontaktpersonen, dass die halt besser nachverfolgt werden können. Heute ist das ja so, dass das Robert-Koch-Institut, einen positiven Test habe, weiß das Gesundheitsamt das ja und das Gesundheitsamt ruft dich dann an und fragt, mit wem hatten Sie denn Kontakt, wo waren Sie denn, wen müssen wir denn vielleicht informieren? Und dann werden die Daten tatsächlich durchgegeben und dann wird mal angerufen. Ist mir auch schon so passiert, dass das Gesundheitsamt mich angerufen hat und informiert hat. Und dann wird ja beraten. Ja. Das findet nicht statt, wenn das automatisch passiert. Ne? Und klar kann das eine Entlastung sein. Die Gesundheitsämter sind im Moment personell ganz schön ausgelastet. Und das ist auch anstrengend, glaube ich, was sie im Moment leisten und gut ab vor denen, die da arbeiten. Aber ob tatsächlich dann gleichzeitig auch eine Beratung stattfindet, wenn nur die Daten übermittelt werden, ob das dann passiert, das weiß ich nicht. Also insofern ist das ja immer so ein bisschen zweischneidig. Es kann sicherlich einiges vereinfachen, wenn es datenschutzkonform ist, wenn es abgestimmt ist, ja, und wenn es freiwillig erfolgt vor allen Dingen, weil wir haben keine Rechtsgrundlage, alle dazu zu verpflichten. Also es gibt zum Beispiel Länder, ich glaube in Singapur ist das oder in Südkorea, wo die Menschen verpflichtet werden, eine App zu installieren und die auch zu nutzen. Das heißt, da werden dann gleich die Daten auch abgeglichen und ausgetauscht. Ja, dafür haben wir keine Rechtsgrundlage. Es wird gerade eine App wohl erarbeitet, die auf freiwilliger Basis funktionieren soll. Das kann funktionieren, aber wir müssen wirklich aufpassen, dass die Grundrechtseinschränkungen nicht unverhältnismäßig groß sind zu dem Nutzen, den es am Ende bringt. Und wenn das nur über Smartphones funktioniert, ne? Also ich würde gerne eure Meinung natürlich auch dazu wissen, aber wenn das jetzt nur über Smartphones funktioniert beispielsweise, ja, wer sagt denn dann, dass alle dann das Smartphone mitnehmen, wenn sie aus dem Haus gehen? Oder es sind nur die erfasst, die tatsächlich auch ein Smartphone haben. Ja, das ist ja auch nicht der Großteil der Bevölkerung hat inzwischen ein Smartphone, aber es fallen dann doch einige raus. Und insofern ist immer die Frage, ne, ist es geeignet, wie viele Möglichkeiten hat man damit tatsächlich dann auch die Verbreitung einzuschränken? Müssen wir nicht gleichzeitig viel, viel mehr Tests machen oder ist das Testen nicht sowieso viel, viel besser, um auch eine gesicherte Grundlage zu haben, ob jemand jetzt Infektionsrisiko ausgesetzt war, vielleicht auch jemanden anstecken könnte, in Quarantäne sein sollte oder nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das eben nur funktioniert, wenn du das wirklich mit Tests, mit einem ordentlichen Testen, mit einem viel, viel größeren Durchsatz von Tests auch hinbekommst.
Ja, also was ich dazu denke, oder man könnte jetzt ja schon ganz spekulativ mal sagen, dass es jetzt in Korea und Peking ja schon gut geklappt hat. Gut, da stellt sich die Frage, ist das aufgrund dessen oder nicht aufgrund des, also sie haben ja eh eine Überwachung und ich meine, was einige autokratische Regime im Moment tun mit der Corona-Krise, auch noch ihre Machtstrukturen noch deutlich auszubauen, das ist ja auch bedenklich. Ne? Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass das aufgrund dieser Nachverfolgung der Daten auch tatsächlich passiert. Glaubst du denn, dass wenn jetzt so eine Datenschutzverletzung oder einmal mal in so eine Richtung geht, sage ich mal, in Richtung Daten auswerten, dass es dann so eine Grenzüberschreitung ist, die man immer wieder machen würde? Also hast du davor Angst? Also wir müssen da wachsam sein, weil natürlich Begehrlichkeiten damit geweckt werden. Und wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, auch das geht doch ganz einfach, warum machen wir das da und da nicht auch? Ja, also deshalb ist es so wichtig, wenn solche Maßnahmen ergriffen werden, wenn eine App eingesetzt werden soll, dass das eben nur mit den Datenschutzbehörden zusammengeht und dass auch die Grundrechte nicht so eingeschränkt werden, dass wir sagen können, das Verfassungsgericht kippt die Regelung dann wieder. Wir wissen ja, die Diskussion zur Vorratsdatenspeicherung hatten wir ja schon. Ich weiß, dass es inzwischen viele Leute gibt, die sagen, okay, wenn wir damit die Epidemie eingrenzen können, bin ich auch bereit, meine Daten zur Verfügung zu stellen. Es gab eine Umfrage, da haben, glaube ich, 50% gesagt, sie fänden das in Ordnung. Und das ist ja auch gut, wenn Menschen sagen, wir wollen alles tun, um diese Ausbreitung zu verhindern. Aber es muss dann eben auch sichergestellt werden, dass so eine Maßnahme datenschutzkonform ist, dass die Datenschutzbehörden da mit drin sind, dass es auch der Zweck Bindung entspricht, dass es eine Maßnahme ist, die wirklich nur zeitlich begrenzt ist, also dass diese ganzen Maßgaben auch erfüllt werden, nur dann ist sowas auch denkbar für Deutschland. Ja. Also es macht für mich total Sinn, wenn du sagst, dass es auch erstmal getestet werden muss, beziehungsweise erstmal sichergestellt werden muss, dass das datenschutzrechtlich konform ist, weil sonst sind wir nachher mit einem ganz anderen Rechtsstaat und können diese Sachen auch nicht mehr rückgängig machen. Genau. Auch bei den Daten jetzt von der Telekom, ich glaube, die haben erstmal nur angezeigt, ob sich die Mobilität denn überhaupt gesteigert hat oder nicht. Das war noch gar nicht so aussagekräftig. Da muss man natürlich dann immer noch mal einen weiten Blick drauf werfen auf sowas. Hast du denn vielleicht noch ganz kurz, dann müssen wir auch schon zum Ende kommen, Martin, du hast dann auch eine Frage stellen. Hast du denn das Gefühl, dass andere politische Akteure jetzt von anderen Parteien diese Grenzüberschreitungen oder diese Grenzen im Blick haben? Oder hast du das Gefühl, dass diese politische Debatte gerade ein bisschen verschoben wird, aka, ja okay, dann setzen wir die Grundrechte jetzt halt mal für eine kurze Zeit aus, so ungefähr. Wie nimmst du das wahr? Naja, es ist immer so, wenn irgendwas ansteht, wenn es eine besondere Situation gibt, das erleben wir auch im Zusammenhang mit Terrorismus und so weiter, wird immer gleich gefordert, ach, da müssen wir ja, den Datenschutz mal hinten anstellen, weil wir müssen jetzt das aufklären, wir müssen versuchen, das zu verhindern. Vorratsdatenspeicherung war ja so ein Thema. Und damit täuschen auch viele Politikerinnen und Politiker vor, dass man dagegen eine Handhabe hat. Und ich glaube, das ist gefährlich. Wir können nicht zu 100% Sicherheit gewähren oder gewährleisten durch eine Einschränkung von Grundrechten und von Einschränkung des Datenschutzes. Die Vorratsdatenspeicherung gibt es beispielsweise in Frankreich und hat nicht dazu geführt, dass die Anschläge verhindert wurden. Es hilft vielleicht hinterher bei der Aufklärung besser. So, und das muss alles in abgewogenem Verhältnis stehen. Und ich warne sehr davor, dass man jetzt dann ruft und schreit und sagt, wir müssen jetzt den Datenschutz hier mal hinten anstellen, weil jetzt ist alles andere wichtig. Wir sind in einer besonderen Situation, deshalb haben wir uns auch darauf eingelassen, also dass zum Beispiel Reiseunternehmen jetzt ihre Passagierlisten und Sitzpläne und so weiter auch weitergeben müssen. Das ist ja alles jetzt schon geregelt. Ja. Aber die Frage der Einschränkung der persönlichen Freiheit, die natürlich immer in Abwägung gebracht werden muss zu dem Gemeinwohl. Und da sind ja im Moment auch alle interessiert dran. Ich erlebe das ja auch, dass viele Menschen tatsächlich auch
die Empfehlungen oder auch die Vorgaben erfüllen. Sie bleiben zu Hause, ja, und sie versuchen, das Beste daraus zu machen. Das ist sicherlich auch für viele nicht einfach, aber viele machen das. Und deshalb muss man sich sehr genau überlegen, ob man eben noch weiter Einschränkungen der persönlichen Freiheit vornimmt. Fand ich sehr schön. Martin, hast du denn noch eine Abschlussfrage? Ja, es ist ganz kurz. Dann würde ich auch danach direkt an dich weitergeben zur Abmoderation. Aber Tabea, du bist ja Sprecherin für Medienpolitik und ich weiß auch, dass dir die Medienwirtschaft sehr am Herzen liegt. Und jetzt ist das natürlich immer ein bekanntes Phänomen. Wir laufen vermutlich in eine Wirtschaftskrise rein und das Erste, was gekürzt wird, sind die Werbeetats. Und dann trifft es als Zweites immer die Medienindustrie und den Journalismus. Machst du dir da allzu viel Sorgen, dass die journalistische Vielfalt, wenn das denn hier mal alles vorbeigegangen sein sollte, deutlich eingeschränkt wird? Deshalb schon. Also die Sorgen habe ich mir vorher schon gemacht, weil das ja in der Tat einen großen Druck auf die Verlage, auf die Redaktion gegeben hat. Können sie ihr Angebot überhaupt noch aufrechterhalten, weil ja die Werbeeinnahmen schon eingebrochen waren? Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass gerade in dieser Krise, wo es sich zeigt, wie systemrelevant qualitätsvolle Medien auch sind, dass es vielleicht auch da ein Umdenken gibt und die Leute bereit sind, dafür zu zahlen, weil Recherchen kosten einfach Geld. Ja? Leute können nicht einfach Journalismus betreiben für nichts. Und deshalb Journalismus kostet und ich hoffe auch, dass das die Leute begreifen. Also wir sehen, was für einen Riesenjob im Moment der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, der beispielsweise ja auch gleich ein Angebot für Kinder und Jugendliche, für Schullernprogramme zur Verfügung gestellt hat. Wir sehen, welche Recherchen die Zeitungen, die privaten Medien auch bringen. Dort, wo es Redaktionen gibt, die mit einer ganz großen Sorgfaltspflicht ja auch versuchen zu informieren. Und wir sehen ja auch, wie viele Verschwörungstheorien gerade im Umlauf sind. Ja, und es gibt eine Studie, die hat NewsGuard, glaube ich, veröffentlicht. Da hieß es irgendwie, eine Falschmeldung wird 142 Mal so oft geteilt wie eine echte Information, wie eine Wahrheit, wie eine ja, wahrheitsmäßige Information. Also das zeigt sehr deutlich, da ist wichtig, dass das eingeordnet wird. Ich meine, jeder kann mal reinfallen auf irgendwelche Falschnachrichten. Ist euch vielleicht auch schon passiert, mir ist es auch passiert. Ich habe aus dem sozialen Umfeld diese Nachricht mit Ibuprofen, dass das jetzt hilft gegen oder dass die Leute, die Ibuprofen genommen haben, besonders stark von dem Coronavirus irgendwie betroffen sein würden. Das war natürlich eine Falschmeldung und die ist aber im Lauffeuer durch die Gesellschaft gegangen und jeder hat sie irgendwie weitergegeben, weil er es gut gemeint hat, weil er es nicht besser wusste. Es wird natürlich auch gezielt versucht, Desinformationen zu betreiben, gerade von denen, die destabilisieren wollen, unser System, unseren Staat destabilisieren wollen. In anderen Ländern sieht man das auch. Und deshalb ist es wichtig, dass die Medien stark daraus hervorgehen und dass wir hoffentlich Medien so wichtig finden, dass wir sie finanzieren. Weil das Problem ist ja immer, Journalismus kann man nicht staatlich finanzieren oder es ist jedenfalls sehr, sehr schwierig, weil die ja unabhängig sein müssen. Also man muss eine unabhängige Unterstützung dann auf den Weg bringen. Da gibt es verschiedene Modelle, die wir auch schon diskutiert haben. Vielleicht müssen wir auf die zurückgreifen, zum Beispiel Stiftungsmodelle oder so. Aber der Staat darf nicht selber Medien machen. Und insofern hoffe ich, dass wir das, ja, dass gerade die Medienbranche da einigermaßen unbeschadet hervorgeht. Im Moment wird ja viel gelesen. Ja, es gibt viel Informationen über die Qualitätsmedien. Ja, ich sage das jetzt bewusst, Qualitätsmedien ist eigentlich ein blödes Wort, aber da unterscheidet sich ja doch sehr, wer Zeit und Geld in Recherche steckt und wer nicht. Ja, da wäre es, fand ich nochmal sehr schön, also auch gerade, dass in so einer Zeit die Medien eben eine sehr, sehr entscheidende Rolle auch einnehmen. Also gerade die Tagesschau, den Faktenfinder, den kennst du ja bestimmt auch,
Fand ich ja, die letzte Frage immer sehr gut. Also hat es zum Beispiel mit Ibuprofen 3 Stunden später widerlegt und so. Ich glaube, dass das halt echt entscheidend ist, dass es einfach auch da eine verlässliche Quelle irgendwie gibt in solchen Zeiten, wenn dann Fake News 142 mal mehr geteilt werden, ja. Genau, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Ich darf jetzt anscheinend die Abmoderation machen. Ah ja, wie genau ich das mache, weiß ich auch nicht. Das war jetzt eigentlich gedacht als Live-Video. Ihr bekommt es jetzt aber nachher so als Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tabea, auch vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, du hast ein paar ganz spannende Antworten gegeben, ein paar spannende Einblicke auch nach Berlin gegeben. Du selber bist jetzt gerade wo? In Berlin oder in Mainz? In Mainz. Ich bin in Mainz. In meiner Wohnung. Weiterhin viel Spaß in Mainz. Und wir hören uns dann bald wieder. Genau. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Cut. Okay. Wir schalten jetzt um. Also das ist jetzt vorbei. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Aufzeichnung nicht verlieren und da keinen Fehler machen. Okay. Sorry, Alina, dass ich zu lange geredet habe. Kein Ding, kein Ding. Er war doch nicht zu lang. Ach so, meinst du jetzt am Schluss? Nee, das war ja schon klar, dass das jetzt drüber geht. Ist egal. Nee, wegen sollte ja eigentlich mehr ein Dialog sein. Wir würden jetzt gleich im Instagram nochmal ein bisschen mit dem Anfangsteil einsteigen. AK, warst du letzte Woche bei der Plenarsitzung dabei? Wie war's? Und so weiter. Okay. Ja, ich glaube, ich komme dafür. Genau, wenn ich jetzt die Aufzeichnung anhalte.